Hallo, mein Name ist Peter Mathis, ich bin 58 und ich habe vor kurzem Prüfung gemacht zum ersten Dan im Karate, also Schwarzgurtprüfung. Ich bin mit Abstand der Älteste an dieser Prüfung. Ich habe bereits 1984 bis 1987 Karate gemacht, bis zum ersten Blauen. Ich konnte nachher nicht mehr, weil ich im Gastgewerbe gearbeitet und nicht mehr regelmässig trainieren konnte. Im 2015 habe ich mich beruflich neu orientiert, konnte wieder trainieren, wusste, ich mache jetzt noch die Prüfung zum zweiten Blauen, zum ersten Braunen, zweiten Braunen, dritten Braunen und nachher kommt meine Prüfung zum schwarzen Gurt. Ich habe mir einen Gurt gekauft. Ich habe ein Foto gemacht mit mir, mit dem schwarzen Gurt und ich habe das Datum drauf geschrieben, wann ich den habe. Jetzt habe ich ihn sogar etwas früher erreicht. Also, Ziel erreicht. Was wollte ich damit sagen? Wenn ihr auch schon älteren Datums seid und ihr wollt gerne irgendwo reisen, ein weiteres Reiseziel, ihr wollt ein Buch schreiben, ihr wollt gerne ein Instrument lernen spielen, oder wie ich ein sportliches Ziel erreiche, dann macht es. Die Altersbeschränkung, die findet nur in eurem Kopf statt. Macht es, und zwar nicht erst am 1. Januar anfangen, sondern jetzt, sobald ihr das Video seht, fangt an damit, überlegt euch, welches ist der erste Schritt für zum Weg zu eurem Ziel. Weil ohne Marathon und ohne 100 km Lauf fängt immer an mit dem ersten Schritt. Ich freue mich darauf, auf weiterhin das Training im Dojo auf dem Weg zum zweiten Dan und ich wünsche euch viel Kraft, Durchhaltewillen und vor allem Freude auf dem Weg zu eurem Ziel. Euer Peter Mathis.